durchlebte Tage, durchliebte Nächte und immer blieb ich frei. Vom Durst nach Leben ließ ich mich treiben, doch ich fand kein Glück dabei, denn ich habe nie ein Ziel gehabt und fragte mich, wofür lebe ich? Deine Augen sehen, die Wärme deiner Haut zu spüren, ist ein Gefühl, das nie enden will. Nun bist du da. Nun ist er da, zu später Stunde. Ich begrüße Karel Gott. Grüß dich, Karel. Guten Tag. Der 14. Juli ist ein historischer Tag für die Franzosen. Sie feierten den 200. Jahrestag ihrer Revolution. Karel Gott feierte den 50. Jahrestag seines Erdendaseins zusammen mit Freunden. Tut das weh, 50 Jahre alt zu werden? Also ich habe gar nichts gemerkt über Nacht. Ich fühle mich besser als vor 10 Jahren. Ja, das ist ja so eine Grenze. Also bei den Frauen sagt man, sei es das 40er Jahr, bei den Männern das 50er, wo man schon beginnt, so ein bisschen darüber nachzudenken, dass die kommenden Jahre eigentlich die sind, na sagen wir mal, die man am meisten genießt, um es positiv zu formulieren. Ich genieße ganz anders als früher. Ja. Ich bin viel ausgeglichener, ruhiger und sehe viel mehr positiver. Die negativen Sachen lasse ich fallen. Mhm. Umgebung, Freunde, ich suche nur Leute, die mich inspirieren und nie, die mich nervös machen. Mhm. Und alle Dinge im Leben, die angenehm sind, die genieße ich. Ja. Aber jetzt frage ich dich mal, ist das denn ein Privileg der älteren Menschen, sich so diese Menschen auszusuchen, mit denen man eigentlich auf einer Wellenlänge ist? Können das nicht auch Jüngere? Also, die Jüngere denken, ich bin
moderner, ich bin revolutionärer. Mhm. So denkt jeder junge Mensch. Mhm. Und dadurch achtet nicht die Älteren so. Mhm. Und da kann man nur etwas lernen, gerade bei den Eltern. Aber der weiß alles besser, der Jüngere. Mhm. Und darum meine ich, sucht man nicht die richtigen Partner. Mhm. Naja, man möchte ja Erfahrungen machen. Und die Erfahrungen macht man ja nicht unbedingt nur in der Harmonie, sondern ich denke, dass man Erfahrungen auch in der Disharmonie macht, in der Konfrontation mit anderen Menschen. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Und wenn man auch älter ist, dann sucht man wieder jüngere Leute, um irgendwie das Transzendentale ja. beleben und wieder jünger zu werden. Und ja. das stimmt auch. Ich bin ja. ganz sicher, dass die Umgebung unwahrscheinlich wirkt an nicht nur Denken, sondern auch Aussehen. Ja. Also da gab es ja mal einen sehr weisen Asiaten namens Gautama Buddha. Und der hat gesagt, wir schaffen die Welt mit unseren Gedanken. Wir transportieren ja all das hinein, was dann anschließend wieder zurückkommt in unsere Umgebung, in das, was wir tun, was wir sagen. Wir schaffen einen Spiegel und wir schauen in diesen Spiegel hinein und alles kommt wieder zurück. Ich bin auch sicher, wenn man, das geht gegenseitig natürlich. Hm. Ohne, also wo null ist, kommt auch von anderer Seite nichts. Erst muss du musst was die Welt geben, dann gebe ich und umgekehrt. Ist das für einen Künstler nicht besonders wichtig? Du kommst auf die Bühne und gibst dich doch erst einmal hin. Genau, das ist wie, ich würde das vergleichen mit Auto. Da gibt es wahnsinnig starke Maschinen mit vielen Pferden und 6 Zylinder. Aber solange ich nicht starte mit dem Schlüssel, das Elektrische, die Zündung ist wichtig. Und dann geht diese Riesenmaschine in Bewegung. Mhm. So ist das auf der Bühne. Ich muss natürlich erst etwas bieten. Ich muss kommen, dass die Leute spüren, ja, es ist interessant, ich weiß nicht warum, aber jetzt passiert etwas. Da musst du etwas erst anbieten und dann passiert das Wichtige. Dann kann ich nur eintanken, Energie eintanken. Und dabei merke ich, dass ich immer besser bin. Ja. Ich möchte nicht selbst Lob machen, aber ich spüre, es wird immer stimmlich und geistig besser. Ja. Ja. Und am Zugaben, anstatt müde zu werden, bin ich immer besser. Ein Mystiker würde davon sprechen, dass hier ein Energieaustausch stattfindet zwischen all diesen Menschen auf der Bühne. Man bemerkt das zum Beispiel, wenn man mal das Glück hatte, einer Messe beizuwohnen auf dem Petersplatz in Rom. Wenn 100.000 Menschen beten, und beten ist ja ein Vorgang, der außerordentlich positiv ist, ob man jetzt religiös ist oder ob man sich nur mal dem Geistigen in uns zuwendet, da entsteht eine Atmosphäre, die sehr, sehr stark ist und die Menschen, glaube ich, alle bewegt. Und ähnlich könnte ich mir vorstellen, ist es auch in einem Konzert, wenn eine positive Stimmung herrscht. Aber anders gesagt, Karel, es gibt ja auch negative Musik. Es gibt diese Heavy-Metal-Musik, die darauf aus ist, die Menschen aggressiv zu machen. Ja, richtig. Und da herrscht dann auch eine aggressive Stimmung. Das wollen die auch. Das ist also kein Zufall. Sie wollen so sein. Das ist ihre Botschaft und Image natürlich. Wie sie dann zu Hause leben und einkaufen gehen und brav zu Hause, das ist etwas anderes. Das ist ihr Job und sie sind so. Das ist auch ihre Ideologie. Und sie protestieren auch damit gegen gewisse Konsumgesellschaft oder ich weiß nicht, gegen Eltern auch sogar. Mhm. In der Hippie-Zeit war ich gerade in Amerika und die Jungs haben in Kommunen mit ihren Mädchen gelebt und sagten, wir brauchen nichts, aber solange Geld da aber war. Aber gut, es war eine Art sanfter Protest, es war so eine Art, vielleicht sogar Koketterie. Ich will da nichts unterstellen, obwohl ich das 68er Jahr sehr vital miterlebt habe, aber der heutige Protest ist aggressiver. Richtig, damals war das with flowers in their hair. Genau. Und heute ist das richtig aggressiv. Gut. Es sei Ihnen zugestanden, wir wollen überhaupt keine Kritik üben. Du hast gefeiert in Prag deinen 50. Geburtstag. Da war genauso viel los wie auf der Champs-Élysées, fast an diesem 14. Juli. Denn es sind 500 Menschen gekommen. Hat man 500 Freunde? Also, ich habe 500 Freunde eingeladen. Ja. Und ich bin sicher, dass die das auch ehrlich gemeint haben.
Aber erst in schlechten Zeiten weiß man, ob das richtig Freunde sind, ob man mit diesen Leuten rechnen kann. Hast du das schon mal erlebt, was du hier schlechte Zeit nennst? Ja, ich habe das erlebt bei uns in der Tschechoslowakei, genauso auch in Deutschland ging es nicht so gut wie am Anfang. Da gab es richtige Perioden, wo ich 2 Jahre nicht im Fernsehen war, durch einen politischen Dialog zwischen Prag und deutsches Fernsehen damals. Und ich war derjenige, der dafür bezahlt hat. Das war ich nicht. Also ich habe richtig abgeblitzt auf dem Schirm. Warst du damals ein Opfer? Ja. Aber in der Zeit, das werde ich auch nie vergessen, wer mir geholfen hat und wer gesagt hat, aber bei mir in der Sendung wird er auftreten. Und diejenigen, die dann wenig Zeit für mich hatten, das merkt man schon gleich. Und das ist gut, dass es im Leben passiert. Dann weiß man, ja, jetzt, also nicht so viel Illusionen machen. Ja, diese Tschechoslowakei ist ja für uns Deutsche ein faszinierendes Land. Deutsche Kultur, die erste deutsche Universität in Prag. Deutsch ist eine Sprache gewesen, die man lange gesprochen hat in deinem Heimatland. Die Gebildeten aller Stände haben Deutsch gedacht. Inzwischen ist das eine kommunistische Republik. Du bist unter dem Kommunismus ja schon geboren worden. Aber du bist ein privilegierter Tscheche. Gehörst du zu dieser Nomenklatura, zu diesem auserwählten Kreis Menschen, wie es ihn in der Sowjetunion auch gegeben hat und den Herr Gorbatschow gerne abschaffen möchte? So würde ich das nicht sehen. In meinem Fall ist das nicht nur ein Sänger, der es geschafft hat, auch im Ausland Erfolg zu haben, Devisen nach Hause bringen, aber das, so sehen das viele Leute in Deutschland und auch Journalisten schreiben, die vergessen nie diese Bemerkung zu schreiben, Devisenbringer. Ich glaube, in dem großen Chaos ist das den einzelnen Mensch total egal, was ich nach Hause für Devisen für den Staat bringe, weil das gehört nicht ihm, das gehört dem ganzen Staat. Und darum sieht jeder nur sich selbst und sieht das, entweder ist das ein Profipolitiker, ein Orthodoxer, oder ist das ein Mensch, der das sieht auch, es ist eigentlich auch, der Karl ist auch ein Repräsentant, der repräsentiert unser Land, egal welches politische System gerade da herrscht. Ja. Aber ganz so ist es nicht, denn wir kennen uns ja schon seit ganz langen Jahren. Du hast dich zwar offiziell politisch nie engagiert, aber ein Mensch wie du, der natürlich auch als Kosmopolit in der Welt herumkommt, hat natürlich seine politische Meinung, die er sich auch äußert. Ich kann mir vorstellen, und wir haben damals lange Gespräche geführt, als die Russen in der Tschechoslowakei einmarschierten und mit ihren Panzern den Prager Frühling zerstörten, das war doch so, als ob man dir das Herz herausgerissen hätte. Ja. Damals habe ich das ganz anders gesehen. Ich war sehr durch die Zeit, also durch die Psychose der Zeit, wahnsinnig im Spiel so eingezogen. Und ich war natürlich ein absoluter Fan von dieser Reform. Und das habe ich auch gesagt. Und ich habe nie gesagt, ich möchte mich entschuldigen, ich habe das falsch gesehen. Aber ich habe das nicht vollkommen gesehen und seit der Zeit interessiere ich mich mehr um die Geschichte und um Politik, lese alle möglichen Zeitungen und nütze jede Zeit im Flugzeug, lesen, was passiert, um zu wissen, warum das eigentlich Ganze war. Und ich sehe das heute ganz anders, nicht so mit heißem Kopf, sondern mir ist heute klar, die Welt war so ausgeteilt. Und ich glaube schon, nicht mitten im Krieg, sondern vor dem Krieg, war schon klar. Es war ein historischer Prozess. Und man muss damit leben, dass wir auf dieser Seite leben und wir werden auch nichts ändern. Nun sind ja die Tschechen, und das ist ja auch ein Vielvölkerstaat, das sind die Böhmen, das sind die Tschechen, das sind die Slowaken, natürlich immer im Laufe der Geschichte unterdrückt worden. Das ist ein ähnliches Schicksal, wie es die Polen auch haben. Die Polen gehen jetzt an den Weg der Demokratisierung, die Ungarn gehen es, angeregt durch Herrn Gorbatschow. Die Tschechen, ihr habt ja noch eure alten Stalinisten, die Bulgaren bedingt
die Rumänen in einer reinen Form, als Ceausescu ist ein Stalinist, ist ein Menschenschinder. Wie lange gibst du dem momentanen Regime in deiner Heimat noch, diese doch im Grunde menschenunwürdigen Ideen zu praktizieren? Also heute ist Gott sei Dank die Welt wirtschaftlich so verbunden, dass man keinen Solo-Weg gehen kann, wie das zum Beispiel Enver Hoxha in Albanien versuchen wollte und Ceausescu auch. Der sagt, ich will nur zeigen, dass ich total unabhängig sein kann. Aber das geht nicht. Aber eins geht auch nicht, die Systeme zu ändern, weil die Systeme in kommunistischen Ländern, die lassen keine Chance der Opposition. Hier hast du so viele Parteien, die reden und diskutieren und schimpfen und man kann immer so dadurch irgendwie die Wahrheit, ein Bild sich machen. Aber bei uns gibt es keine Variante, es gibt keine Gruppe, die etwas anbieten kann. Und naja, man sieht das in Polen jetzt auch. Ja. Ne? Also warum wurde Jaruzelski wieder gewählt? Weil die Oppositionellen keinen Gegenkandidaten aufstellen konnten. Es war einfach keiner geübt, sagen wir mal, in der praktizierenden Politik. Nur in einem will ich dir schon widersprechen. Die Ereignisse in Ungarn, wo es ja wirklich eine vitale Opposition inzwischen gibt, zeigen ja, dass sich kommunistische Regime auflösen können. Sie müssen sich ja nicht nach westlichem Muster orientieren, aber sie können vielleicht eine, naja, wenn es das gibt, eine sozialistische Demokratie einführen. Lenin hat einen guten Satz gesagt, dass sich die Politik nach wirtschaftlicher Lage richtet. Und das stimmt auch. Wenn es Revolution nötig ist, muss sein. Dann kommt revisionistische Zeit, muss man revidieren, ob das alles richtig war. Und selbst Marx hat gesagt, an allem muss man zweifeln. Das heißt, wenn er an allem gesagt hat, heißt auch an dem, was er geschrieben hat. Und Buddha hat gesagt, um da mal fortzufahren, er ist ja auch ein großer Philosoph, wenn ihr Buddha trefft, schlagt ihn tot. Damit wollte er sagen, ihr dürft euch nicht an mich binden, weil ich ja auch ein Mensch bin, der sich irren kann. Und Brecht hat schließlich gesagt, Altkommunist, erst kommt das Fressen und dann kommt die Moral. Und da ist sicher auch etwas dran. Man hat dir manchmal vorgeworfen, inzwischen ist das wohl ein alter Hut, aber so in der Zeit, als du diese goldene Stimme von Prag warst, ja, hier hat er seine großen Auftritte, hier verdient er sein großes Geld, warum kommt er nicht zu uns und zahlt hier Steuern und macht ab und zu mal Ferien in der Tschechoslowakei? Hat dich diese Frage nicht oft genug auch genervt? Ach, ich lass mich nicht so durch diese Fragen nerven. Aber man muss immer so ein bisschen auch kostbar sein und selten kommen, dass man sagt, wo ist der? Ist der? Warum ist der nicht gerade da? Und das höre ich hier genauso wie zu Hause. Und das macht die Leute neugierig und man wird wieder gerne gesehen. Als wenn man sagt, ach, wieder der. Ja. Künstler sind sensitive Menschen, sonst hätten sie diesen Weg nicht eingeschlagen. Gibt es für dich auch eine Art Heimatgefühl? Ist das deine Heimat? Ist das dein geistiges und seelisches Zentrum? Also eins ist klar, da wo man geboren ist und wo man mit den Kindern gespielt hat und auf seinem Spielplatz, es ist schon irgendein ein Faden führt daher. Dann die Inspiration, die Erinnerungen, die Nostalgie am Anfang, da ist man auch dem Publikum, was mich so gemacht hat, kreiert hat, auch ein bisschen dankbar und etwas schuldig dadurch. Aber sonst, Heimat, ich finde immer diesen Satz oder das Wort ein bisschen pathetisch. Was? Für mich ist Heimat, wo ich gut behandelt bin. Ja. Zum Beispiel auf dem Schiff. Auf welchem Schiff? Wenn ich auf dem Schiff fahre und singe, da fühle ich mich am sichersten. Karel, du denkst Tschechisch und du träumst Tschechisch. Welche Sprache sprichst du, welche Fremdsprache sprichst du am liebsten? Aber wenn ich jetzt mit dir Deutsch rede, dann denke ich Deutsch natürlich, sonst könnte ich nicht so schnell reagieren. Ich habe gelernt, so richtig, wenn ich Deutsch spreche, dann muss ich auch in Deutsch. Manchmal träume ich auch nachts in Deutsch, weil ich so oft
in Deutschland, in deutschsprachigen Ländern bin, dass, dass ich schon auch im Traum Deutsch denke. Du bist in Pilsen geboren, kennt jeder vom Bier her. Du hast Elektromonteur gelernt und hast auch in einer Fabrik gearbeitet. Nach dem, was du vorhin gesagt hast über dein Alter, kann ich mir vorstellen, dass diese Zeit genauso wichtig war wie jede Zeit, die du erlebt hast, dass du sie eigentlich nicht missen möchtest. Welche Zeit? In der Fabrik. Ah, in der Fabrik, das war eine für mich ganz wichtig. Damals war ich unglücklich, aber heute bin ich glücklich, dass ich so viel Unglück hatte. Ja. Sonst weiß man nichts vom Glück, wenn man nicht eine Periode erlebt hat, wo man nicht zufrieden war. Und zwar nicht, dass ich irgendwie nicht arbeiten wollte, natürlich, aber man muss das machen, wozu man Talent hat. Und das wollte damals mein Vater, dass ich ein seriöses Beruf lerne. Mhm. Und dann kannst du als Amateur deine Hobbys machen, malen und singen. Und ich habe dann auch gesungen nachts und morgens um 4:30 aufgestanden und in der Fabrik rechtzeitig um 6 Uhr anzufangen können. Und damals war es hart, ich habe beides nicht gut gemacht. Ich habe in der Fabrik war ich müde, die Stimme abends war auch nicht ganz. Mein Vater hat's immer, er konnte mich nicht wecken, der hat mich immer auf den Balkon gebracht, wenn es geregnet hat, und da hat er mir geschlossen auf dem Balkon, um dass ich in dem Regen wach werde. Mhm. Aber wenn ich dann die schöne Nachricht bekommen habe, du bist im Konservatorium genommen, du kannst jetzt singen, dann habe ich mich immer wecken lassen von meinem Vater, um 4:30 genau weiter, um zu genießen, ach, jetzt kannst du noch 2 Stunden länger schlafen und jetzt kannst du natürlich auch dadurch dich besser konzentrieren auf das, was du gut machst, was du liebst. Das war dann der weitere Weg. Du hast also eine klassische Musikausbildung in einem Konservatorium in Prag. Du hast Jazz gesungen. Du bist im Grunde Tenor, Buffo bisweilen auch. Einer, der Bel Canto singt, also die schönen Lieder, italienisch. Obwohl die Italiener das gar nicht wollen von dir. Die haben ihre eigenen Bel Canto Tenöre. Grazie. Der italienische Schlager ist eigentlich kratzige Art. Obwohl du ein sehr schönes, ich glaube, es ist ein neapolitanisches Volkslied, singst La Danza. Das ist, ja? Ja, es ist von wo du also wirklich Rossini eigentlich. In das hohe C hineinkletterst. Ja, ne? Ja. Von Rossini ist das. Von Rossini, ja. Aber lass es uns auch ein Volkslied sein. Karel, warum lebst du allein? Warum lebst du Zeit deines Lebens allein? Ich meine, wir kennen uns ja schon fast 20 Jahre, oft habe ich dich bemerkt, in Begleitung schöner und schönster Frauen. Aber hängen geblieben ist doch da eigentlich nie was, ne? Ich bin nie allein. Ich bin allein nur, wenn ich will. Und das ist sehr gut, wenn man allein ist, um allein sein, wenn man gerade braucht, allein zu sein. Aber dann sucht man wieder die Partnerinnen. Und das Suchen inspiriert mich und das macht mich auch wahnsinnig beweglich und aber jung. Warum ist es nie zu einer festeren Bindung gekommen? Oder weiß man davon? Es ist oft gegangen, aber ich bin nicht derjenige, der sehr viel darüber erzählt, der Presse. Oder das ist doch mein Leben und ein Genießer genießt, aber erzählt nicht drüber. Aber es gibt keine Frau Gott. Nein. Es gibt eine Tochter. Wie heißt die? Dominika Gotova. Sie trägt den Namen ihrer Mutter. Nein, Gotova. Gotova. Ja, das ist die tschechische Form eines Frauennamens. Richtig. Die trägt deinen Namen? Ja. Wie alt ist die? Jetzt 16. Aha. Und gibt es da Kontakte? Ja, natürlich. Immer wenn ich nach Prag komme, nach Hause, dann freue ich mich. Das Erste, was ich mache, rufe ich meine Tochter und sage, ich bin jetzt hier. Kann ich kommen? Ja, wir warten. Und große Freunde. Hm. Vielleicht darum, dass es so mit war Abstand alles, geschieht auch. Sind wir wahnsinnig, wir verstehen uns so und wir sehen uns also mehr als Vater und Tochter, als richtige Kumpel und Freunde und das macht Spaß. Du hast eine Zeit lang, vor 20 Jahren, sehr eng mit deinen Eltern zusammengelebt. Die waren mit im Hause.
Ich war mal bei dir eingeladen. Er wohnt sehr schön oberhalb von Prag in einer alten Jugendstilvilla. Herrliche Glasfenster. Gibt's die noch oder hat die jemand eingeworfen mittlerweile? Nee, so ist es immer. Und da hat Papa gekocht. Und da gab es vorher, wie sich das für einen Salonsozialisten wie den Karel gehört, französischen Champagner, einen hervorragenden Rinderbraten mit Knedlicki, wie die Tschechen sagen, also Knödel. Und anschließend gab es einen Bauernschnaps, den dir ein Verehrer gebracht hat, irgendwo aus den böhmischen Wäldern. Und ich muss dann bewusstlos gewesen sein, denn ich habe den Morgen nicht mehr erlebt. Aber wir sind es passiert mir wirklich ganz selten. Aber danach ging es wieder ja, danach ging es ganz gut. Aber mir sind Fragmente unseres Gesprächs in Erinnerung. Und zwar weiß ich noch, es muss wohl kurz vor dem Umfallen gewesen sein, dass du das hohe Lied auf Tschaikowski gesungen hast. Dass du irgendwo von dieser Person sehr fasziniert bist. Und in dieser Nacht hast du also geradezu geschwärmt von diesem Mann und seiner Musik. Ach, das passiert bei mir immer so etwa. Ich schwärme jede Zeit für jemanden anderen. Aber damals, ich weiß nicht, wie ich dazu kam, aber eins ist klar, warum ich gerade diesen Komponisten schätze, weil man muss immer sehen, was war vor ihm. Ja. Solche melodische Dinge gab es nicht. In der Rokoko- und Barockzeit gab es also mehr Komposition, also mehr Kontrapunkt und aber der hat immer Melodie reingebracht, die man einfach jede Zeit nur mit Klavier singen kann. Mm. Und das meinte ich. Aber so kann man das zum Beispiel vom Interpreten sagen. Also in der Popmusik, wer war am Anfang? Elvis Presley, was war vor ihm? Mm. Vor ihm war eigentlich nur Filmmelodien oder Jazz oder... Mm. Also du hast vorhin von einer historischen Entwicklung gesprochen in der Politik. Du siehst die Ereignisse des 68er Jahres in der Tschechoslowakei. Du siehst die Ereignisse in Osteuropa in einem größeren Zusammenhang. Und so, glaube ich, muss man auch die Musik sehen. Musik baut wieder auf andere Musik auf. Es gibt eine Evolution in der Musik. Ja, man inspiriert sich gegenseitig und manchmal spricht man von die Ideen klauen, aber das stimmt nicht. Früher, das weiß ich, im 19. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, war es Kompliment für Bach, wenn Händel gesagt hat, toll, da klaue ich mal ein paar Akkorde. Wer sind für dich die großen Musikerpersönlichkeiten unserer Epoche? Also meiner Epoche würde ich sagen, Elvis Presley, wo auch die Giganten wie Lennon oder Elton John gesagt haben, wenn es nicht Elvis Presley wäre, dann wie wäre das mit Popmusik überhaupt? Weil der Mann hat eigentlich angefangen, die Periode der Popmusik, und auch er aber sagte, wenn ich nicht in der Kirche die Gospel. Farbigen Gospelsänger gehört hätte, wie wäre mein Stil, wie würde ich heute phrasieren? Wie ist es mit Paul McCartney? Paul McCartney ist richtig ein Genie für mich. Und ist er das, was viele sagen, ein Mozart der Popmusik? Ja, er hat, glaube ich, gesagt, dass Popmusik ist die Musik des 20. Jahrhunderts, obwohl die Fans der seriösen Musik, klassischen Musik, sagen, Pop ist Pop, das ist also Peripherie der Kultur, was ich bei uns zum Beispiel sehr oft höre von Anhängern der klassischen Musik. Aber immer weniger und immer weniger und immer mehr sieht man, dass Paul McCartney recht hatte. Mhm. Es ist so, und mit der Geschichte kann man nichts mehr machen. Es ist so. Die kann man nicht verschweigen. Es gibt eine Raumsonde, die unterwegs ist zu den Sternen. Sie wird irgendwann unser Sonnensystem verlassen, und da gibt es eine Schallplatte. Und da ist auf dieser Schallplatte Regen zu hören, wie er ins Wasser fällt auf dieser Erde. Es ist die 9. Sinfonie und es ist ein Lied von den Beatles. Das heißt also, man will vielleicht einem möglichen fernen Sternenvolk signalisieren, das ist unsere Kultur, das haben Menschen geschaffen. Und ich meine, das ist schon eine große Sache, wenn Musik von Menschen eine solch weite Reise antritt. Karel,
Woran mag das denn liegen, wenn ich jetzt ein Foto hätte, das dich vor 25 Jahren zeigt, dass, sagen wir mal, die Unterschiede zwischen diesen beiden Gesichtern gar nicht so gravierend sind? Und das geht ja nicht nur dir so, das geht zum Beispiel so einem Mann wie McCartney auch so. Der sieht ja so aus, als würde er jeden Moment noch mit seinen drei Freunden von den Beatles spielen. Warum halten sich Menschen deines Genres, deines Berufsstandes körperlich so vital? Ich bin ganz sicher, dass das in erster Linie der Grund ist, wovon wir heute gesprochen haben. Das ist diese transzendentale Magie, diese Eintanken und die Energie holen von Publikum, von jüngeren Leuten. Und hauptsächlich, man fühlt sich glücklich, weil man spürt in unserem Beruf gleich die Ergebnisse. Mhm. Es gibt Wissenschaftler, es gibt Leute, die lange warten, bis sie überhaupt ihr Ergebnis, ihre Arbeit erleben zu dürfen. Und wir haben das gleich, nach dem Lied, manchmal während des Liedes, spürt man ja schon, dass ich ja mache jetzt die Menschen glücklich. Ja. Und deshalb ist das ja auch eine Art Sucht, nicht nur von Sängern beispielsweise, auch Schauspieler haben diesen Drang, sich immer wieder zur Disposition stellen zu müssen. Und das hält sie natürlich sehr jung, sehr vital. Und ich glaube, wenn ich dich charakterisieren sollte, trifft ein Wort auf dich zu, das nennt man Enthusiasmus. Du bist enthusiastisch. Ja, Enthusiasmo di un bambino. Ja. So richtig wie ein Kind. Ja, und das ist gerade das, was strahlt. Jeder von uns hat gewisse Aura und die strahlt das. Der Mann ist ausgeglichen, der ist glücklich und das spürt das Publikum. Mhm. Und den wollen die auch sehen, nicht einen, der noch nervt und sagt, Leute, es ist alles kaputt. Mhm. Ja? Und also es gibt ja in unserem Beruf immer Leute, die nur meckern. Du gehst mit ihnen essen und dann meckern sie über ihre Kollegen und dann meckern sie über die sozialen Zustände, in denen sie involviert sind. Und ich teile deine Meinung. Früher habe ich mir das auch immer angehört. Heute meide ich die Begegnung mit solchen Menschen, weil sie mich wieder mit runterziehen. Ja? Es gibt schon so etwas wie eine negative Aura. Das ist sehr ansteckend. Es gibt negative Schwingungen und die strahlt jeder Mensch aus. Nur, die strahlt er ja nicht aus, weil er so disponiert ist, sondern weil er so denkt. Und es liegt doch an jedem selber, wie er denkt. Er kann sich genauso umprogrammieren, indem er nämlich positiv denkt. Ich habe mal mit meinen Kindern so ein Spiel gemacht. Ich habe gesagt, wir gehen jetzt durch den Wald und wir zaubern ein Lächeln auf die Gesichter der Menschen. Und das kann man ganz einfach, indem man den Spaziergängern, die einem entgegenkommen, ein Lächeln schickt. Man muss sie anlachen und sie lachen alle zurück. Es ist fast eine Magie. Man kann das also auch mal ausprobieren. Aber das funktioniert bei Spazierengehen, wo die Leute ausgeglichen sind und ruhig. Funktioniert nicht beim Auto. Und da erwidern auch dein Lächeln gerne. Aber wenn du in einen Stau kommst, versuch das. Mhm. Oder Parkplatz, wo du keinen Parkplatz findest. Mhm. Oder wo, dann das spüre ich manchmal, die Leute können ganz schön nervös sein. Aggressiv. Und da denke ich immer, um Gottes Willen, dass es nicht noch schlimmer wird. Mhm. Dann, was kann dann weiterkommen? Ja. Also solange die Menschen ruhig und friedlich spazieren gehen, ist alles die Welt in Ordnung. Du hast gerade gesagt, um Gottes Willen, wie lebt man eigentlich mit einem Namen, der einen so hohen Anspruch hat? Du heißt Gott. Und für deine Domenica bist du Gott Vater. Gott. Wie lebt sich's damit? Also bei uns denkt man nicht so, wie wenn man sich in Deutschland vorgestellt hat, dann denkt man, oh, ist das ihr Künstlername? Mhm. Und da bin ich immer irgendwie enttäuscht, dass die Leute denken, das ist Künstlername und also das wäre überhaupt nicht witzig, wenn man sich so einen Namen, es wäre ein bisschen zu viel eingebildet. Mhm. Aber ich lebe damit, die Leute sind schon inzwischen drauf. Ja. Bist du religiös? Ich meine das jetzt nicht im theologischen Sinne. Gibt es für dich eine metaphysische Welt? Etwas, was nicht anfassbar, sondern nur erfahrbar ist? Ja, also auf alle Fälle gibt es etwas für mich. Das spüre ich manchmal, das spüre ich auch unter den Menschen, weil ich zum Beispiel gerne Leute treffe und begegne, die bei uns sich damit beschäftigen, dass es irgendetwas unter uns gibt oder über uns, dass es auch einen Faden gibt, einen Anschluss an
Ich arbeite gerne mit Leuten, die zum Beispiel vor meinem Auftritt im Fernsehen richtig Anschluss haben. Das heißt, entweder über Fernsehschirm, dass die richtig einen Kontakt mit mir, während ich da live gerade singe, oder wenn es nicht eine direkte Übertragung ist, dann über Foto. Sogar auch Gemälde funktioniert. Zum Beispiel diese Mystiker sagen, wenn wir eine Gemälde da sehen, ein Gesicht, da können wir viele lesen, wir können sogar in Kontakt kommen. Und die sagen auch zum Beispiel Christus, wie viel tausendmal wurde der gemalt. Aber wir spüren, der Kreis schließt sich, weil der Mann, der als Modell gestanden hat, dem El Greco oder dem Rubens, der lebt nicht mehr. Aber nur bei Dürer lebt der Christus, weil Dürer ein Mystiker war und er hat nicht einen Modell, einen Mann gemalt, den der als Modell gestanden hat, sondern der hat sich richtig angeschlossen. Ja. Und das ist bekannt. Der hat den Christus in sich gemalt, ja, Dürer. Genau. Ich bedanke mich, Karel. War ein schönes Gespräch, war ein schöner Abend, aber ich kann dich natürlich nicht gehen lassen, ohne dass du für uns noch etwas singst. Es gibt eine neue Single, heißt das ja, in dieser Branche. Du bist für mich wie die Sonne am Morgen. Du hast deinen Text gelernt. Ich bedanke mich. Auf Wiedersehen, Karel. Danke. Zeigst du mir dein Gefühl? Ich mag den Blick, der sagt, dass du mich liebst. Wie du die Haare trägst und deine Hand bewegst. Ich werde niemals müde werden, dich nur anzusehen. Du hast dir was, das ich nur schwer beschreiben kann. Wenn ich bei dir bin, bin ich ein anderer Mann. Du hast irgendwas, das hab ich nie zuvor erfahren. Und nach all den Jahren ist es ein Wunder. Du kommst zu mir wie die Sonne am Morgen. Dass du dich nach mir sehnst. Ich mag, wie du deinen Spiegel fragst, wie du durchs Zimmer gehst, wie du am Fenster stehst. Ich tausch für deine Zärtlichkeiten meine Sinnen. Du hast irgendwas, das ich nur schwer beschreiben kann.